Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 22. Februar. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de und wir haben einen DAX, der hat's geschafft. Der Deckel, den offenbar der Verfalltermin am vergangenen Freitag auf den Index draufgesetzt hat, ist weg und eine ganz entscheidende mittelfristige Widerstandszone gebrochen. Nämlich die Zone 11.800 zu 11.920 Punkte. Damit, wir sehen es hier an diesem Chart auf Wochenbasis, findet sich keine wirklich nennenswerte charttechnische Hürde mehr vor dem bisherigen Verlaufsrekord aus dem April 2015 bei 12.391 Zählern. Aber man darf sich sicherlich freuen, nur vor Euphorie ist zu warnen. Denn wer jetzt glaubt, dass der Himmel voller Geigen hängt, der Weg nach oben frei ist an, möglicherweise sogar über dem bisherigen Verlaufsrekord, der übersieht eben dann die Risiken. Und die gibt es durchaus. Denn erstens zieht die Wall Street nicht so dynamisch an, wie das jetzt beim DAX der Fall war. Was schon mal ein bisschen verdächtig ist, denn die sollte ja eigentlich jetzt vor Begeisterung aus den Schuhen springen. Vergessen wir nicht, da war am Montag Feiertag. Das heißt, man hat gestern erst den Handel begonnen und schon am Montag hatte der DAX ja zugelegt. Da gäbe es viel nachzuholen, das so nicht nachgeholt wird. Und der Abstieg des Euro-Dollar-Kurses als Reaktion auf die überhaupt noch nicht auf dem Tisch liegenden Steuersenkungen und Konjunkturprogramme von Donald Trump, das ist eine fragwürdige Geschichte. Wie gesagt, das ist alles im Vorfeld passiert. Genauso wie die Wall Street Rallye ja als solche schon einen Vorgriff darstellt auf etwas, womit man zwar fest rechnet und mit jedem Kursanstieg des DAX noch fester rechnet, das aber eben nicht da ist. Ja, Trump wird da irgendetwas vorstellen. Aber wird das erstens die Marktteilnehmer begeistern? Zweitens wird überhaupt der US-Kongress, also das Repräsentantenhaus nebst Senat, eine Überziehung des gesetzlich festgelegten Maximums der Steigerung des Haushaltsdefizites billigen? Denn ohne das wird man nicht über die Runden kommen. Da muss erstmal mehr an Schulden gemacht werden, als normalerweise erlaubt. Das steht schon in ungefähr 4 Wochen zur Debatte, denn dann endet die Übergangsfrist für die US-Etats, denn man konnte sich natürlich wieder mal nicht rechtzeitig einigen und hat bis März eine Übergangsfrist vereinbart und jetzt muss endgültig der Haushalt 2017 auf den Tisch und das in Zusammenhang zu bringen oder in ein Gleis zu bringen mit dem, was Donald Trump da so plant, zumindest verbal bisher, das dürfte schwierig werden. Ob die Wall Street das gutiert, ist die große Frage. Dementsprechend ist natürlich dann eben auch offen, ob der DAX weiterlaufen kann. Denn da kommt ja noch ein zweiter Aspekt hinzu. Man kann sich wirklich nicht sicher sein, dass das, was man in den USA plant, a. nachhaltiges Wachstum dort generieren wird und b. die europäischen respektive deutschen Unternehmen irgendein kleines Stück vom Kuchen abbekommen werden. Statt dass man ihnen, wie ja die USA eigentlich so zumindest seitens Trump im Hinterkopf haben, das Wasser abgräbt. Das ist also eine Rallye, die, auch wenn sie beeindruckend aussieht, mit diesem Kurs Plus vom gestrigen Dienstag letzten Endes auf Treibsand unterwegs ist. Hier haben wir den Ausbruch des Dienstags. Das hier am Montag, das sah nicht gut aus, ein Doji, obwohl es ein Plus gab. Das heißt, Kurslücke nach oben, keine Anschlusskäufe. Aber da hatte man sich wohl seitens großer bullisch ausgerichteter Adressen gestern gesagt, Kinder, so können wir das nicht stehen lassen, sonst kommen wir da nicht durch. Also ging es zackig nach oben. Die Einkaufsmanager-Indizes, die so zwischen 9 und 10 Uhr für einzelne Euro-Länder und die Eurozone selber veröffentlicht wurden, als vorläufige Ergebnisse für den Februar, die waren stark, die konnte man als Basis nehmen für den ersten Rallye-Schub und als es dann an der Wall Street nach oben ging, obwohl die US-Futures das vorher nicht indiziert hatten, da kam dann der zweite und so gelang der Ausbruch über die 11.29 und über das knapp darunter liegende Jahresverlaufshoch, das bisherige bei 11.000
1920 Punkten. Der Punkt war halt einfach, dass dieser Ausbruch zwingend erforderlich war. Sonst wäre der DAX Gefahr gelaufen, hier nach unten abzudrehen. So sind wir erstmal durch. Aber angesichts der vorbeschriebenen Risiken sollte man, wenn, dann eben auf der Long-Seite auch nur mit moderatem Kapitaleinsatz hinzukaufen. Also auch nach der ersten Position durch den Zukauf keine allzu große Position entstehen lassen. Und natürlich sollte man jetzt den Stopkurs zügig nach oben anpassen. Den würden wir umgehend von 11.625 Punkten recht deutlich auf 11.790 Zähler und damit knapp unter das Tagestief des gestrigen Dienstags nach oben anpassen. Soweit der Überblick über einen überraschend bullischen Dienstag, der keinen Turnaround brachte beim deutschen Aktienindex. Wie es weitergeht in dieser Woche, ist allerdings offen. Dass das hier eine Einbahnstraße bleibt, ist unwahrscheinlich, auch wenn es für die nächsten Tage durchaus so bleiben könnte. Wir schauen uns das morgen früh in der nächsten Ausgabe des ING Markets Morning Call erneut an, werden sehen, was der DAX am heutigen Mittwoch so aufs Parkett hat zaubern können. Bis dahin, schönen Mittwoch und machen Sie es gut.